Hallo, hier bin ich wieder. Hier auf dem Otto YouTube Channel habt ihr schon einige Übungen von mir bekommen für Bauch, Beine, Po. Heute widmen wir uns mal den Armen. Ich zeige euch drei Übungen, mit denen könnt ihr eure Arme formen und kräftigen. Nach einem kurzen Aufwärmprogramm, wie immer, legen wir auch gleich los, und zwar mit einer Übung, die, glaube ich, jeder kennt, die Liegestütze. Aber wir machen es uns ein bisschen einfacher. Wir lassen die Knie am Boden. Böse Zungen behaupten, das ist die Damenliegestütze, aber da wollen wir nichts davon hören, denn das ist nämlich auch wirklich anstrengend und sowohl für Arme als auch für Rumpfmuskulatur sehr kräftigend. Los geht's. Man kann hier auch verschiedene Varianten wählen. Man kann die Arme weiter auseinander oder enger zusammen oder auch ein Stück weiter vor. So kann man die Übung für sich anpassen, wie man es gerade braucht. Und ich empfehle, 8 bis 10 Wiederholungen ist genug dafür, und wie immer 2 bis 3 Serien ist das Minimum. Ja, für die zweite Übung, die ist für den Trizeps, würde ich mir eigentlich einen Stepper zur Hand nehmen, habe ich aber jetzt hier zu Hause nicht. Ihr wahrscheinlich auch nicht, deswegen einfach einen Stuhl, oder ich habe hier diesen schicken Sitzwürfel mir geschnappt. Bitte aber darauf achten, dass das gut und stabil steht und nicht wegrutschen kann. Dann greifen wir hier an den Ecken, gehen einen Schritt nach vorne, lassen die Knie aber gebeugt und gehen dann langsam in die Beugung der Arme. Po bis kurz über den Boden und wieder strecken. Die Arme aber bitte nicht ganz durchstrecken, das ist schlecht fürs Ellbogengelenk. Dann merkt man schon, wie beim Trizeps schön die Muskeln zittern. Und 3 Sätze à 12 Wiederholungen bringen hier bestimmt ein super Ergebnis. Gut, und die dritte Übung ist der sogenannte Bizeps Curl. Also da brauchen wir jetzt wieder Utensilien. Gibt normalerweise so kleine Hantelsätze von 1 bis 3 Kilo, die sind auf jeden Fall gut dafür. Aber ich zeige es euch jetzt mal mit den Wasserflaschen, weil die habt ihr wahrscheinlich eher zu Hause und gibt es ja auch in verschiedenen Füllmengen, deswegen kann man die da genauso gut benutzen. Stellt euch gerade hin, Knie leicht gebeugt, Rücken gerade, Brustwirbelsäule aufgerichtet und dann die Arme aus der Streckung nach oben ziehen. Ganz langsam. Hier machen wir mal jetzt ein bisschen mehr, 15 bis 20 Wiederholungen, wie immer 3 Serien. Wenn ihr noch Kraft und Lust habt, weiter zu trainieren, dann checkt doch einfach mal den Otto YouTube Channel, da habe ich ganz viele exklusive Trainingsvideos gedreht. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und abonniert am besten den YouTube Channel, denn da kommen noch ganz viele tolle Videos zum Trainieren für euch. Bis bald, eure Maria.